Coach Steph. Heute machen wir wieder mal seit langem eine Reaction und das Thema ist Fitness-Influencer machen krank. Und dieser Titel macht mich krank. Nein, er trifft mich im Herz, er triggert mich, da ich ein Fitness-Influencer bin. Und der Kanal heißt Space Frogs. Vielleicht kennt ihr es, sind zwei Jungs, die machen immer wieder so aufklärerische Videos. Und die Videos sind eigentlich auch immer ganz gut. Also ich bin immer mal wieder über eins gestolpert, hab mir eins reingezogen. Und falls ihr noch keins von denen gesehen habt, dann wird heute auch eure Premiere sein. Wir gucken uns nämlich das Ganze jetzt gemeinsam an. Und ich werde immer mal wieder Stopp drücken, einhaken und drei schlaue Sätze von mir geben. Dann schauen wir mal, ob der Titel auch hält, was er verspricht, weil der Kanal bekommt nämlich sehr viele Aufrufe. Das Video hat jetzt gerade 170.000 und da das Ganze anscheinend von allgemeiner Interesse ist, denke ich, es interessiert euch auch. Von daher legen wir los. Leute, Mann, ich hatte gerade voll die kranke neue Erkenntnis. Social Media macht gestört. Diese Bilder von perfekten Körpern geben uns völlig falsche Schönheitsideale. Echt? Ja. Was? Wirklich? Oh mein Gott. Oh. Wir sollten unsere Handys anzünden. Dieser Drang, denn so aussehen zu wollen, kann natürlich auch zu Essstörungen führen. Das ist jetzt übrigens nicht mehr eine neue Erkenntnis. Das ja, so werde ich denn nie aussehen können wie Kirby? Oder? Nee, haben sie natürlich vollkommen recht bisher. Wussten wir alle. Und redet man jetzt von Essstörungen, erwarten Leute ja sowas oder sowas oder das hier. Philipp, die kocht man vorher. Aber was, wenn ich euch sage, dass eine Essstörung auch so aussehen kann? Na, hab mich gerade euren Verstand gepustet? Hä? Blow your mind. Okay. Wenn es um diese Problematik, Schönheitsideale und deren Folgen geht, geht es selten um solche Körper und Dudes im Allgemeinen. Deswegen wollen wir das Ganze heute eher aus der Dude-Sicht betrachten. Gilt aber natürlich auch alles so für Frauen. Da müsst ihr nur das Wort Bizeps mit Popo austauschen. Aber bei Kerlen können die Muskeln doch immer größer werden. Das gilt doch nicht für den Po, oder? Entschuldigung, warte mal. Bitte, was? Hä? Der Pfad Richtung Gestörtheit fängt immer gleich an. Mit dem bösen Fernsehen. Ne, ein Teenage-Boy guckt wie alle Teenage-Boys seine Lieblingsfernsehserie an. Riverdale. Und Mann, dieser Archie Andreevs, der sieht mit seinen 16 Jahren ja richtig krank bufft aus, wie so ein Mitte-20-Jähriger. Mann, es ist voll komisch, dass diese amerikanischen Teenager immer so bufft sind. Ist euch mal aufgefallen? Ich weiß nicht, ich bin 34. Bei mir war damals so American Pie. Und bei American Pie, die Schauspieler damals, die sollten ja auch alle so 14-, 15-Jährige darstellen. Dabei waren die Schauspieler in echt ja Mitte 20. Und vielleicht könnt ihr euch nochmal erinnern, wie ihr aussaht mit 14, 15. Also ich sah aus wie ein übles Opfer. Also ich war keinerweise irgendwie trainiert, gerippt, ich sah auch nicht schön aus. Ich hatte so einen minimalen Bartwuchs, aber ich hatte mehr Pickel und eine Zahnspange. Und dann guckst du dir so Zeug an, wie in Wirklichkeit ein 16-Jähriger, 15-Jähriger aussehen sollte. Da kriegst du schon ein paar Komplexe, also den Punkt teile ich da voll und ganz. Auch, dass Fitness zu einer Essstörung führen kann, ja, schauen wir mal weiter, aber ja. Warum bin ich denn mit 16 nicht so bufft? Aber dann geht's natürlich weiter mit Instagram-Bildern, TikToks, Fitness-YouTubern, all diese sexy Bodies mit ihren dicken Bizeps, ihren sicken Abs oder Oberschenkelmuskeln. Ich meine, die Schönheitsideale für Männer sind nicht gerade low. Aber bei Kerlen gilt dann eher das Motto: Yo, hör einfach auf zu heulen, Bro, und nimm's als Motivation, dann schaffst du's auch, Bro. Das Ganze kann natürlich auch sehr motivierend sein. Und viele Fitfluencer machen es tatsächlich auch anständig. Aber das Ganze ist natürlich auch ein riesiges, fettes Business. Und die Wahrheit, dass man wahrscheinlich mehrere Jahre harte Arbeit und Training braucht, um so einen Körper zu erreichen, verkauft sich nicht wirklich gut. Da würde ich ein bisschen einhaken. Ich fand die Beispiele nicht gut gewählt. So ein Kevin Volter zu zeigen, dass man in kurzen Wochen so viel erreichen kann, wobei Kevin Volter schon Jahrzehnte trainiert und auch auf Stoff ist und es auch klar zugibt und sagt, dass man es nicht erreichen kann, wenn man nicht stofft, muss man hier klar sagen. Ist es halt blöd, ihn jetzt als Beispiel zu nehmen, weil er halt einem nichts vorgaukelt. Auch dann Sascha Huber und Kai Pflaume reinzuwerfen, weiß nicht. Weil das sind ja auch Influencer, die alle sehr viel Aufklärung betreiben und erzählen, was haben sie gemacht und wie lange braucht man und geben viele hilfreiche Tipps. Also ich finde, da haben sie die Beispiele ein bisschen schlecht gewählt. Da wär's doch geil, wenn du ein Wundermittel hättest, ha, was du verkaufst, womit alles viel schneller geht. Wie wär's mit einem Jahr? Wie wär's mit 3 Monaten? Oder 21 Tage? Nein, 4 Tage! Bei TikTok ist das Ganze besonders schlimm, weil diese offensichtliche Lüge Leute triggert. Damit bleiben die Leute dann dran und der Algorithmus pusht. Deswegen es noch mehr Leuten vorgeschlagen wird. Und da sind bestimmt Leute drunter, die den Scheiß dann auch kaufen. Aber es gibt natürlich auch Body Transformations, die tatsächlich in der Zeit geschafft wurden. In 3 Monaten kannst du natürlich viel schaffen und gerade die ersten Monate machen den größten Unterschied. Bei anderen Transformationen gibt es allerdings auch Fälle, wo die Leute verdächtig viel Masse aufgebaut haben. Und während dieser Sketchiness ganz weit vorne ist, ist Hollywood.
Ja, also das Thema mit den Transformationen, ich bin da auch kein Fan von. Ich habe früher auch immer Vorher-Nachher-Bilder eingesammelt von den Leuten, die meine Programme gemacht haben. Das Problem darin ist so ein bisschen, man weiß nicht, wie sie das tatsächlich gemacht haben. Deswegen habe ich es selten repostet, weil ich gewusst habe, der Typ sendet seine Transformation mir und einem anderen Influencer und wieder einem anderen Influencer, damit wir alle das teilen, damit er irgendwie so ein bisschen sein Ego gestreichelt bekommt. Und nicht, dass ich das nicht will, Leuten sein Leuten ihre Egos zu streicheln. Aber später heißt es dann, ja, der verkauft Fake-Transformationen. Gab es ja auch ein paar Leute, die Transformationen geteilt haben, die dann aber tatsächlich mit einem anderen Programm entstanden sind und du hast es aber nicht gewusst, weil du nicht richtig recherchiert hast. Auf jeden Fall, leidiges Thema. Und wenn jetzt hier so 4 Tage dies, das, weiß nicht. Man kann bei Transformationen auch halt sehr viel beim Vorher-Nachher-Foto machen, dass man anderes Licht genommen hat, dass man den Bauch eingezogen hat, dass man einfach anders gegessen hat, anders geschlafen hat, vorher kurz sich aufgepumpt hat, mit ein paar Liegestützen hat. Das sieht halt alles sofort unterschiedlich aus. Und wenn man nicht gerade ein Anfänger ist, der irgendwie 20 Kilo verliert, was man dann ordentlich sieht, dann sind so Transformationen halt eh nicht so der Maßstab. Hollywood-Stars erreichen Kraken. Die verwandeln sich in Kraken, ist richtig weird. Hollywood-Stars erreichen kranke Körpertransformationen innerhalb kürzester Zeit. Mit vorne ist dabei Christian Bale, der von buff zu dünn zu Sandwurm gegangen ist. Alle männlichen MCU-Helden haben halt diesen Body, der halt wie gephotoshoppt aussieht. Und kleiner Funfact, die sind auch tatsächlich gephotoshoppt. Ja, also gerade bei Marvel wird halt viel mit CGI gearbeitet und da sind auch die Körper dabei. Also klar, trainieren die in Wirklichkeit auch und alles, aber da wird nochmal mit dem Computer ordentlich nachgeholfen, ja. Die erreichen den teilweise in wenigen Monaten. This is America's ass. Und wenn sie dann gefragt werden, wie sie diesen Körper erreicht haben, gibt es immer diese eine gleiche Antwort. Hühnchen, Brokkoli und brauner Reis. Dazu ein relativ normales Fitnessprogramm und boom, siehst du aus wie so ein MCU-Held. Es ist ein typisches Fitnessessen, aber 24/7 für mehrere Wochen, das nennt sich Mangelernährung. Broccoli, chicken, rice. Chicken breast. Broccoli, chicken breast. Broccoli. Chicken. Chicken breast. Brown rice. Chicken breast. Chicken. Chicken. Brown rice. Chicken. Rice. Chicken. Chicken breast. Brown rice. Broccoli. Das wirkt schon ein bisschen einstudiert. Damit sie etwas vorschieben können, damit sie nicht zugeben müssen, dass sie etwas anderes benutzt haben, um diese Körper zu erreichen. Bin ich da voll bei ihm, denn Hollywood nimmt natürlich Stoff, das sind natürlich auch Performance Enhancing Drugs, also PEDs. Und da gibt es auch sehr viele Trainer aus dem Celebrity-Bereich, die gerade auf TikTok, YouTube oder so auch erklären, was nehmen die, zu welchem Film, wo sie dann auch Fotos zeigen, wie sah er vorher aus, wie sah er beim Film aus, wie sah er danach aus, dass man einfach sieht, wie die Form sich verändert. Und ihr dürft da eine Sache nicht vergessen, das mit den Steroiden und Muskeln aufzubauen, das kann ja jeder halten, wie er will. Das Problem ist aber, wenn du auf einem Bodybuilding-Wettkampf bist und du bist auf Stoff und die anderen alle nicht, und es ist verboten und du hast dir dadurch einen Vorteil erschafft, dann ist natürlich ein fucking Problem. Auch wenn du auf Stoff bist und sagst, du wärst nicht auf Stoff, damit du Programme verkaufst, dann ist es auch ein fucking Problem. Einfach moralisch, es ist einfach Betrug in deiner Community. Wenn du jetzt aber ein Schauspieler bist in Hollywood, um für einen Film gut auszusehen, da ist es ja nicht verboten zu stoffen. Da hast du auch keinem Konkurrenten geschadet, wenn du auf Stoff bist. Da hast du auch keine Community hinters Licht geführt, die was von dir abkauft. Du hast halt einfach nur deine Form für einen Film bestmöglich darstellen wollen. Ja, von daher ist so, muss man schon differenzieren. Ja, und was spricht dann dagegen, wenn du als Schauspieler, wenn du in kurzer Zeit in Form kommen willst, ärztliche Betreuung hast und Leute, die sich damit auskennen, dass du danach hilfst. Ja, also muss man differenziert betrachten, denke ich. PEDs, Steroide, Anabolika. Wir wissen es natürlich nicht, ob es wirklich so ist, aber Gott verfickt. Ich meine, wir reden hier teilweise von 50-Jährigen, die einfach dann ein paar Monaten einfach insane Muskeln aufbauen. Sorry, ist natürlich nicht so gut zuzugeben. Ist halt einerseits, glaube ich, illegal, ist nicht so ganz gut als Publicity. Außerdem, wenn du dein Fitnessprogramm teuer verkaufen willst, ist vielleicht nicht so gut, dass dieses Fitnessprogramm einfach nur Drogen sind. Außerdem können sie unter Umständen zu Nierenversagen führen, Krebs, Murmelhoden, was ein toller Begriff ist, den wir uns gerade ausgedacht haben. Und vor allen Dingen Herzversagen. Also ja, genau. Deswegen solltet ihr es ja nicht nachmachen. Und mit der Publicity ist halt so eine Sache, wenn du Sponsorings hast, Werbeverträge, irgendwelche Kooperationspartner, die riesig sind und du bist jetzt der Schauspieler und bist das Gesicht dieser Marke für diese Kampagne, dann kannst du halt schlecht zugeben, Medikamenten missbrauchen, illegale Substanzen bei dir zu haben. Deswegen machen die es ja nicht. Geil. Wie Microdosing bei LSD.
Puh, also eine Herzkrankheit. Es gibt auch viele Fitnessleute, die das auch mittlerweile zugeben, weil sie halt, ja, ihre Zuschauer nicht anlügen wollen. Ist halt die Frage, was schlimmer ist. Weil man kann jetzt natürlich sagen, sie promoten damit Steroide. Andererseits würden sie sonst halt so sagen, so, yo, dieser Körper ist ganz natürlich. Das kriegt man einfach so. Einfach nur Brokkoli und Hühnchen essen. Das ist halt tatsächlich ein Problem. Es gibt viele, die darüber aufklären, was nehmen sie, warum nehmen sie es, was sind die Gefahren, was sind die Risiken. Ist halt so ein zweischneidiges Schwert. Ich weiß auch nicht, was da die Lösung ist. Also ich glaube, ich finde es besser, wenn Leute aufklären und Informationen geben. Mit allen guten und schlechten Seiten finde ich, glaube ich, den besseren Weg, anstatt es zu verschweigen und dann so zu tun, als würde man nichts nehmen dafür, dass man irgendwie Programme und Supplemente verkauft. Denke ich, ist die bessere Lösung. Aber ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was denkt ihr? Was würdet ihr denn machen? Das ist halt genau das Problem, was halt viele Teenies haben. Sie trainieren mega fleißig, sie essen mega gut, sie machen halt alles, was halt angeblich nötig ist, um diesen Körper zu erreichen. Aber nach vielen Monaten haben sie zwar krasse Fortschritte, aber halt nicht das. Halt, der Bizeps ist immer noch ein Stückchen kleiner. Und gerade so dieses letzte Stück, das ist ja dann das wirklich Schwierige. Aber es ist irgendwie auch so ein typisches Problem. Man erreicht irgendwas und dann denkt man sich, mehr wäre schon irgendwie geiler. Ich glaube, ich bin lieber traurig. Menschen. Und das kann dann zu der Essstörung führen, die Orthorexie genannt wird. Der Zwang, unbedingt gut zu essen, was irgendwie so weird klingt. Oh mein Gott, ich muss mich gesund ernähren. Was für eine Störung. Tatsächlich wird es auch nicht wirklich als Essstörung oder Krankheit anerkannt. Aber wenn man es halt so im Gesamten betrachtet, ist schon klar, dass es nicht gut ist. Also, dass viele Fitness-Influencer verstrahlt sind, das wissen wir ja, aber dass es dafür einen Fachbegriff gibt, das haben jetzt, glaube ich, heute alle gelernt. Die Essstörung selber, dass du halt dein komplettes Essen bis auf den kleinsten Gramm micromanagst, damit auch wirklich die perfekten Nährstoffe zu dir nimmst und halt aber dieses Mindset hast von wegen, oh mein Gott, ich habe ein Stück Weißbrot gegessen, all meine Muskeln sind wieder auf Null, oh, ich spüre das Fett kommen. Stichwort Sophia Thiel, wo sie zugegeben hat, dass sie sogar den Salat abgewogen hat, die Salatblätter. Das ist genau das hier. Und hier kommt halt ganz klar auch die Problematik auf, was ist denn eigentlich eine gesunde Ernährung? Das ist ja, je nachdem, wie du fragst, halt immer eine andere. Und eventuell ist es auch so, dass es halt für jede Person auch anders ist. Jetzt zwingst du dir eine Ernährung auf, die aber für deinen Körper nicht mal wirklich die beste ist. Zusätzlich kommt dann Übertrainieren, weil wenn du zu viel machst, kannst du deinen Körper auch eher kaputt machen. Aber auch das Meiden von sozialen Kontakten. Man geht nicht auf Partys, weil man Angst hat, dass man verlockt wird, Junkfood zu essen oder ein Bier zu trinken. Nee, so essen. Ich friere das ein und dann lutsche ich das, kau das. Und das führt dann halt zu Stress, zu psychischer Belastung, weil sie stets das Gefühl haben, sie machen nicht genug. Sie haben ständig Angst, dass ich ein Stück Eiscreme in ihr Essen reinschmuggle. Und das führt zu Schlafstörungen und halt eventuell zu Depressionen. Cool. Da stimme ich zu. Ihr könnt euch vielleicht noch an mein Big Mac Video erinnern, wo ich mit dem Big Mac im Auto sitze und erkläre, was eigentlich Gesundheit ist. Und hier vielleicht doch mal kurzer Recap. Gesundheit ist ein Zustand und ein Lebensmittel kann nie gesund oder ungesund sein, weil das halt keine Sache ist. Und dieser Zustand, der kann eben beeinflusst werden durch viele Faktoren. Und oft wird halt nur der Körper gesehen, also das Physische, aber die Psyche und sein soziales Leben, die gehören auch zur Gesundheit dazu. Und Gesundheit ist halt, man muss es halt dreidimensional sehen. Man kann nicht sagen, naja, ich esse jetzt nur Hühnchen und Brokkoli und Reis, weil es gesund für meinen Körper ist, aber dadurch isoliere ich mich komplett sozial und bekomme Depressionen, weil es ja auch nicht gesund ist. Ja? Von daher kann durchaus mal es gut sein, du gehst mit deinen Freunden weg und sagst, komm, scheiß drauf, heute esse ich Big Mac, wie ich in dem Video eben gesagt habe. Es kann aber auch ein Bier sein, wobei dann Leute argumentieren, es ist Alkohol, aber es ist ja auch alles nur Beispiele. Es kann auch einfach sein, ich entscheide mit meiner Familie heute in den Park zu gehen, um einen schönen Tag zu haben und lasse dafür mein Training ausfallen. Dann ist es ja auch für meinen Körper nicht gut, obwohl meine Trainingseinheit heute anstehen würde und ich eigentlich Gas geben sollte und mich auch fit fühle. Aber ich sage lieber, nee, die Zeit verbringe ich lieber mit meiner Familie. Und das ist genau das, was die Jungs hier sagen. Von daher, also bisher muss ich sagen, das Video gefällt mir sehr gut. Du Fitness so ernst nimmst, dass es dich krank macht. Aber das Absurde ist halt, es wird dann von außen nicht so wirklich ernst genommen, weil ich meine, der ernährt sich doch gut. Der trinkt kein Alkohol, der macht viel Sport, der geht gar nicht auf Partys. Was ist das denn für ein Traum-Teenager? Außer mein Onkel damals, der war so, Digi, was mit dir falsch? Geh mal saufen! Und bei mir war es nicht Fitness, sondern WoW-Raids. Du warst wahrscheinlich sogar ähnlich. Nichts gegen WoW-Raids, aber wenn du halt die Party von deinem besten Freund liegen lässt, weil du halt einen Raid hast oder halt trainieren willst oder was auch immer, ist halt nicht so cool. Ist dein Freund, Mann. Soziale Kontakte sind halt auch wichtig für die Gesundheit. Ab und zu musst du mal deine Freunde in den Mund nehmen. Vielleicht haben wir auch einfach ein falsches Bild von gesund. Was man während der Pandemie viel mitbekommen hat, ist... Ich finde es auch lustig, wie die sich immer abwechseln in den Videos. Hat so ein bisschen wie Pinky und Brain. An die erinnert mich das so. Dass so Profiathleten als die absolut gesündesten Menschen auf der Welt gelten. Aber dann war da dieser Athlet, der hat eine Impfung bekommen und dann ist er an einem Herzinfarkt gestorben. Und Querdenker waren so...
Aber haltet euch fest, plötzlicher Herztod beim Profisport ist gar nicht so selten. Deswegen gibt es sogar einen Wikipedia-Artikel darüber. Wikipedia hat sowieso zu allem, was irgendwie stirbt, einen Artikel. Alter, die lieben das. Listen über Menschen, die sterben. Ist halt, wenn sie angeborene oder durch Doping hervorgerufene Herzprobleme haben, ist Profisport jetzt nicht unbedingt so das Beste. Sie trainieren halt darauf, die maximale Leistung aus ihrem Körper herauszuholen und haben damit natürlich auch die maximale Belastung. Ist natürlich eine krasse Leistung, aber für mich jetzt nicht wirklich die Definition von gesund. Viele Profisportler haben am Ende ihrer Karriere einfach kranke Probleme, weil sie bestimmte Körperteile einfach komplett abgenutzt haben. Und als Mann hat man natürlich dieses Bild. Mehr Muskeln, gleich gesund. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Viele verwechseln Profisport mit gesund. Gerade im Bodybuilding ist es ja immer, dass man sagt, guck mal, so viele Muskeln sind doch nicht mehr gesund. Ja, sollen sie auch nicht sein. Es ist ein Wettkampf, es ist ein Wettbewerb, es ist Leistung. Die fallen mit 50 tot um oder haben irgendwelche Gelenkprobleme, sitzen im Rollstuhl wie so ein Ronnie Coleman. Selbes aber auch in allen anderen Sportarten. Also das ist einfach nur Verschleiß. Und wie du dann mit 30, 40 da rauskommst, das ist ja egal, weil es zählt ja nur der Wettkampf. Also den Fehler zu machen, zu denken, auch ein Profi-Tennisspieler oder ein Profi-Fußballspieler oder ein Profi, was weiß ich, Dartspieler, die haben ja alle ihre Verletzungen einfach durch diesen Verschleiß. Und dann kommen halt Leute wie jetzt ihr, hoffentlich nicht, aber viele Zuschauer, die halt irgendwie denken, ja, der macht doch Sport und Sport ist gesund, also mache ich das auch und dann werde ich gesund. Aber das ist halt ein Trugschluss, ja. Also da bitte nicht verwechseln, Leistungssport mit Gesundheitssport. Ist übrigens auch so ein Ding, was im Lockdown war, wo die Fitnessstudios geschlossen hatten und alle geschrien haben, Fitnesstraining ist so wichtig für die Gesundheit. Wo man dann denkt, ja, Thorsten, aber sechsmal die Woche Brust und Bizeps, was du machen willst, das ist nicht für deine Gesundheit. Du willst Muskeln aufbauen. Weißt, also das, da wird dann Gesundheit verwendet als Argument, etwas zu machen. Wobei das, was du dann am Ende machst, hat eigentlich mit deiner Gesundheit nicht viel zu tun und ist auch nicht dein Grund, warum du da hingehst. Mehr fit. Oh, guck dir meine Fitness an, ich bin fitty, fiddly, fit. Einerseits gibt es Techniken, seine Muskeln noch krasser aussehen zu lassen, wie zum Beispiel geringer Körperfettanteil oder Dehydration. Und so wie Hollywood-Frauen geschminkt aufwachen, wachen Hollywood-Männer eingeölt auf, weil es halt auch super geil ist, in einem öligen Bett zu schlafen. Kannst du einfach rausflutschen. Mhm. Deine Mutter ist so fett, sie fällt aus dem Bett aus beiden Seiten heraus. Kommst du schneller in den Tag hinein. Aber vergleichen wir doch einmal den Body eines MCU-Helden mit dem von jemandem, der seinen Körper ja wirklich extrem viel eingesetzt hat. Jackie Chan. Ich meine, er ist offensichtlich stark trainiert, aber er ist halt keine Wolke. So, das ist ein Funktionskörper. Hey, 150 Kilo Bankdrücken ist schon ziemlich eindrucksvoll. Jackie Chan, Alter. Guck mal. Hier, ich weiß nicht, sieht man's? Hier ist Jackie Chan. Okay, wir haben Bruce Lee, Jet Li, wo haben wir noch? Da ist Jackie Chan. Ich glaube, der ist jetzt aber nicht mehr auf dem Bild drauf. Also absolute Maschine. Jackie Chan wird leider nicht so ernst genommen, weil er halt Comedy macht, lustige Videos, Filme macht und so. Stell dir aber vor, du hättest Jackie Chan mit Bruce Lee seinem Kopf. Dann würdest du den ultra ernst nehmen. Und was er hier sagt, funktioneller Körper, damit meint er, Jackie Chan hat einfach sehr viele Fähigkeiten aufgebaut. Er hat nicht nur die Kraft, er hat auch die Schnelligkeit, er hat die Beweglichkeit, er hat die Koordination, er hat die Ausdauer, er hat die Technik, was Kampfsport betrifft, verschiedene Techniken, er kennt die ganzen Stunts mit den Saltos und Sprüngen und alles. Er ist halt fit. Also die Definition von Fitness sind ja diese verschiedenen Fähigkeiten einzeln auszuarbeiten. Und je nach Sportart sind die einzelnen Fähigkeiten wichtiger. Manchmal ist es die Kraft, manchmal ist es die Ausdauer, ja, manchmal ist es die Beweglichkeit, manchmal ist es eine Kombination aus allem. Ja, eine Balletttänzerin, die hat ja auch unheimlich Kraft, aber auch Beweglichkeit. Währenddessen vielleicht ein Fußballer jetzt nicht so die Beweglichkeit hat, dafür eben in anderen Sparten halt krass ist, ja, von daher, man kann nicht sagen, dicke Muskeln sind automatisch fit und das ein Beispiel von Jackie Chan ist somit das beste Beispiel, das man bringen kann. Auch relativ selten, dass ich plötzlich auf dem Rücken liege und einen Baumstamm von mir drücken muss. Es sei denn, meine Mutter ist schon wieder hingefallen. Deine Mutter ist so fett, ich wollte mich von ihr wegdrehen, aber da war sie schon wieder. Während ich täglich Treppen steige und zwei Stufen auf einmal schwere Einkaufen auf meinem Rücken nach Hause schleppe oder ich vom messerstechenden U-Bahn-Kontrolleuren weglaufe. Ja, Berlin nimmt Schwarzfahren sehr ernst. Einmal und nie wieder, du Bitch, ey. Und große Muskeln sind nicht unbedingt das Beste, weil du kannst den hier nicht machen. Ja, den kann ich auch so nicht. Kann man nicht. Also, alle, die jetzt fleißig trainieren, machen einmal den Test. Hier hinten versuchen ihre Hände... Ich krieg's, man sieht's nicht. Vielleicht die andere Seite. Noch schlimmer. Mein Latt ist einfach zu groß. Schreibt mal in die Kommentare, kriegt ihr es hin, die Hände ohne Probleme, so wie er hier,
zu berühren? Kann ich überhaupt nicht. Natürlich kannst du auch mit dicken Muckis fit sein. Das wollen wir hier gar nicht haben. Wir wollen jetzt hier niemanden shamen, der einfach pumpt. Aber große Muskeln heißen nicht, dass du fit bist. Aber dicke Muskeln sehen halt gut aus. Und mit gutem Aussehen kommen viele Möglichkeiten, Geld zu machen. Ernährungspläne, Trainingspläne, Supplemente. Hier geht's um Geld in allen Formen. YouTube-Klicks, Placements, Affiliate-Links. Apropos Placement und Supplements. Ich nehme mal einen großen Schluck aus meiner MyProtein-Flasche. Ihr wisst ja, Coach Steph, den besten Deal bei MyProtein. Falls ihr also Supplemente braucht, Link ist unten in der Infobox. Oder Abo-Verkäufe für deine Boss-Transformation, die einfach 200 Euro kostet. Und die tun natürlich so, als wären die für die Gains absolut notwendig. Einfach ein paar YouTube-Videos schauen und sich einen Trainingsplan selber zusammenstellen? Nee. Wenn du dir nicht meinen Trainings- und Ernährungsplan mit meinen Supplements ballerst, dann brauchst du es gar nicht erst versuchen. Ja und nein. Also man kommt schon mit kostenlosen Tipps sehr weit. Ich meine, wir haben auf dem Kanal hier 600 Videos. Ihr könnt euch alle reinziehen, alles selber zusammenschustern. Aber das Ding ist, der Körper ist nun mal sehr kompliziert und Fitness ist auch kompliziert. Deswegen studieren Leute sowas wie Sportwissenschaften oder ich bin ja Physiotherapeut. Ich habe 3 Jahre lang den menschlichen Körper gelernt. Die Frage ist halt, bin ich vielleicht nicht doch etwas qualifizierter, das zu schreiben, als jetzt du, der 3 YouTube-Videos gesehen hat? Und dann halt zu sagen, gut, ist ja mein Körper. Ich meine, drauf geschissen, ich habe ja 3. Ah nee, halt, was? Man hat nur einen Körper? Vielleicht sollte ich doch gucken, wer hat Ahnung und wer hat keine Ahnung. Und man muss ja nicht gleich ein teures Programm kaufen. Ja, verstehe ich, voll und ganz. Aber es spart halt Zeit. Ja, und entweder gibst du die Zeit aus und informierst dich und guckst YouTube-Videos, schreibst dir dein Zeug selbst zusammen oder du kaufst dir ein Programm, wo jemand anders Zeit investiert hat, die du nicht investieren wolltest, um das Ganze für dich aufzusetzen und du machst halt einfach nur, was da steht. Natürlich muss man sagen, es sollte jemand sein, der wirklich Ahnung hat und das Programm sollte gut sein. Ja, sei mal die Grundvoraussetzung. Was? Achso, ja, den Link zur Hybrid-Trainings-App, den packe ich euch auch unten rein. Ihr wisst ja, da habt ihr meine Trainingsprogramme für zu Hause, fürs Fitnessstudio und so weiter. Ey, die Jungs geben hier krasse Vorlagen. Richtig einfach, hier seine Werbung reinzuballern. Nein, an sich, ich gebe mir in dem Punkt auch recht. Ja, also die Kritik an so Programmen, Transformationen, dem Marketing, muss man sagen, ist schon gerechtfertigt. Manchmal ist es einfach drüber. Das trägt natürlich zu diesem Zwang bei, von wegen, yo, ich muss so viel machen, sonst bringt's ja nichts. Aber es bringt auch eine ganz andere Gegenseite. Dass manche halt einfach lieber gar nichts machen, weil, yo, was soll's? Das ist mir viel zu kompliziert. Und es ist etwas, das ich super viel gehört habe. Yo, wenn du nicht 5-mal die Woche trainierst, brauchst du es gar nicht erst versuchen. Einmal am Bier genippt und bläh. Kurz über den Schokoriegel gelutscht und boom, ist das Fett wieder drauf. Jo, bei deinem Körpergewicht brauchst du mindestens 250 Gramm Proteine in der Stunde. Oh Gott. Ich meine, ja, wenn du jetzt so krasse Ergebnisse in krasser Zeit haben willst, dann musst du vielleicht viel machen. Aber selbst ein kleines bisschen macht einen riesen Unterschied. Ja, weiß nicht. Also das ist ja die so, alles ist besser als nichts. Und lieber mache ich irgendwas, als dass es zu kompliziert wird und ich mache gar nichts. Finde ich, ist so der Kaffeesatz der Ziele. Ist so ein richtig schlechtes Motto, alles ist besser als nichts. Weil auch wenn du was machst, wäre es nicht vielleicht cool, wenn es trotzdem effizient ist? Weil ich meine, du investierst trotzdem deine Zeit in dein Training. Da wäre es doch cool, wenn du ein paar Übungen machst, die halt auch tatsächlich dich an dein Ziel bringen und nicht halt nur irgendwas, dass du was gemacht hast. Ja, also den Punkt teile ich ehrlich gesagt nicht. Ich weiß, zu kompliziert zu machen ist für viele gar nicht nötig. Das ist ja das, was er eigentlich sagen will. Er hat auch vollkommen recht. Aber hier der Disclaimer von mir. Alter, wenn ihr halt gut werden wollt und eure Ziele erreichen wollt, müsst ihr euch halt mit dem Thema ein bisschen befassen und auch ein bisschen lernen. Das ist bei allem so, nicht nur bei Fitness so. Und von daher würde ich jetzt nicht so weit gehen und den Ball zu den Trainern spielen und sagen, ja, ihr seid schuld, dass ich es nicht mache, weil ihr macht es zu kompliziert und ich bin zu faul, mich zuzuhören, was ihr sagt. Ja, also da muss sich dann jeder irgendwo auch mal an die eigene Nase fassen, aber ja. Ein Unterschied, den du machen kannst, um gesünder zu leben, ist super fucking simpel. Weniger sitzen, mehr T-Pose. Und mit T-Pose meine ich laufen. Und Wasser trinken anstatt Cola. Wenn du es einfach hinkriegst, in deinen Alltag ein bisschen mehr zu laufen, kannst du deine Lebenserwartung krass erhöhen. Was natürlich auch heißt, wenn du noch mehr läufst, kannst du deine Lebenserwartung noch weiter erhöhen. Dass wenn du irgendwann nur noch am Laufen bist, du so lange lebst, dass wenn du dich hinsetzt, instant stirbst. Also tatsächlich ist einfach weniger Sitzen eine Grundregel für längeres Leben. Am Ende ist halt der Weg zum Erfolg Routine. Also da gebe ich ihm 100% recht. Deutlich unterschätzt Bewegung im Alltag, Schritte sammeln, wie auch immer ihr das Ganze bewerkstelligt.
bewerkstelligt, mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Es gibt da Studien, die zeigen, dass Leute, die mehr Schritte am Tag machen, auch tatsächlich länger leben. Ich hatte es in dem Video aufgegriffen. Die Wahrheit über 10.000 Schritte am Tag, könnt ihr euch reinziehen, falls ihr noch nicht gemacht habt. Da geht es ganz genau darum, dass Bewegung im Alltag mehr bringt als eventuell ein Sixpack-Workout, ein YouTube-Workout für deine Gains. Man muss überlegen, viele Leute wollen ja abnehmen oder wollen ein Sixpack haben oder wollen irgendwie fitter aussehen, definieren. Also gehen sie ins Training. Aber tatsächlich verbrennst du im Training selbst gar nicht so viele Kalorien. Und die meisten Kalorien, die du am Tag verbrennst, hast du in den anderen 23 Stunden in deinem Alltag. Und die Bewegung zu erhöhen, ist eine geringere Leistung, als ins Training zu gehen. Weil Training ist anstrengend, Training ist aufwendig, Training ist hart. Aber ein paar Schritte mehr zu machen im Alltag, kriegst du locker hin und verbrennst dadurch aber halt mehr Kalorien als jetzt im Training. Natürlich ist das Training trotzdem wichtig für den Muskelaufbau, für die Knochendichte und alle Vorteile, die das mitbringt. Aber wie er schon sagt, um jetzt Gesundheit und Fitness im breiten Sinne zu definieren, da ist Bewegung im Alltag halt fucking wichtig, ja. Kontinuität. Das ist Routine. Und Kontinuität. Halt's Maul, Alter. Ich meine, es ist mal okay, eine 2 Wochen lange krasse Diät zu machen, weil es kann ja auch interessant sein. Dann kannst du mal sehen, wie es so auf den Körper wirkt und aus den Zwang kommen halt kreative neue Rezepte, die du dann kennenlernst. Aber langfristig ist ja eine Diät, die dir auch mal erlaubt hat, was Ungesundes zu essen, ungesund, und wesentlich einfacher auszuhalten als eine Diät, die du einfach auf Dauer hast. Und wahrscheinlich funktioniert es auch eh einfacher, kleine Sachen in deine Routine einzubauen, die du dann halt auch schaffst und dann machst du halt immer mehr, anstatt so ein 24/7 Power-Fitness-Plan, der einfach von heute auf morgen dein gesamtes Leben umkrempelt und eigentlich darfst du nur noch püriertes Hühnchen trinken. Ja und nein. Manche Leute sind so der Typ von, mein Alltag ist sehr gesetzt und ich habe Kinder und ich habe einen Job und ich kann da ein paar Routinen einbauen und gut ist. Aber ein paar Leute sind auch so, ey, ich muss mein fucking Leben umkrempeln. Meine Freundin hat mit mir Schluss gemacht. Ich habe meinen Job verloren. Ich bin umgezogen. Ich brauche fucking Neustart, so ein Reset. Und da ist es dann halt sinnvoll, eben den anderen Plan zu machen. Also man kann nicht pauschal sagen, das ist der Weg für alle. Bei manchen sind es kleine Routinen, kleine Änderungen. Bei manchen ist es halt so ein kompletter Umschwung und wir machen jetzt 24/7. Also kann beides sinnvoll sein, ja, je nachdem, welcher Typ ihr halt seid. Könnt ihr auch gerne mal unten reinschreiben, habt ihr schon mal beides gemacht? Ja, ein kompletter Umschwung kann halt auch neue Motivation bringen, weil du was Neues testest, was du noch nie gemacht hast. Du bist so ein bisschen aufgeregt, du weißt nicht, was es bringt. Du bist schon hyped, morgen zu starten. Die Motivation hättest du nicht, wenn du jetzt sagst, naja, ich laufe heute 500 Schritte mehr. Ja, also es muss man immer so betrachten. Ach, der Unterschied von einmal zu keinmal die Woche Sport ist wesentlich größer als von 4 zu 5 Mal die Woche. Und so sollten die einen halt einen Cheeseburger mehr die Woche essen und die anderen einen Cheeseburger weniger. Weil im Endeffekt sollte man noch die Balance finden zwischen fleißigem Training und Tequila-Shots bis 4 Uhr morgens. Das ist gutes Leben. Genau in der Mitte. Ja, deswegen 2 Tequila-Shots mitten in der Nacht, während du Squat machst. Ich bin gleich wieder da, wartet kurz. Ich muss dir kurz zum Kühlschrank. Ist tatsächlich noch vom Wochenende übrig. Wir haben keine Squats gemacht, aber wir haben Tequila getrunken. Ja, guck mal, das ist die halbe Flasche, wir waren zu zweit. Ich weiß nicht, ob das jetzt zum Video irgendwie beitragend ist, aber ich bin einfach auf das Stichwort angesprungen. Das ist perfectly balanced. Und natürlich der Klassiker, dass du dich halt vor allen Dingen mit dir selber vergleichst und vor allen Dingen halt mit deinem Gefühl, weil wenn du halt dann so Sport machst, dann fühlst du dich halt besser und das sollte dir Freude machen und nicht das Bild im Spiegel, weil dich will eh niemand nackt sehen. Nackt sein ist eklig. Man klebt an allem. Ja, Genitalien und außerdem ist es mit Katzen echt schwierig. Ja, echt, nee, Leute, also wozu? Wie viele Leute zeigt ihr euch nackt? Okay, OnlyFans-Models, okay. Was sonst? Hä? Wie viele Leute zeigt ihr euch nackt? Ist jetzt Schluss? Ja. Tschüss. So, ich gehe mich nackt ausziehen. Jetzt, wo die Kamera aus ist. Ja, bin ich endlich wieder nackt sein. Oh Gott. Und das war das Video. Ich muss sagen, das Ding hat mir tatsächlich sehr gut gefallen, auch wenn der Titel vielleicht ein bisschen drüber ist, aber so sind halt alle Titel auf YouTube, immerhin müsst ihr ja klicken, ist ja bei mir nicht anders. So ist halt das Game, hate the game, not the player, don't hate the player, hate the game, so rum. Aber der Inhalt, da waren sehr viele wichtige Punkte drin, das mit der Bewegung, dass es so wichtig ist, hat mir gefallen. Auch, dass soziale und psychische Komponente zu Gesundheit dazugehören, hat mir gefallen. Und auch, dass halt manchmal alles ein bisschen zu kompliziert ist, als es vielleicht sein muss, auch das hat mir gefallen. Das sind so, glaube ich, die 3 Punkte, die mir am meisten irgendwie im Video zugesagt haben. Natürlich war es an manchen Stellen vielleicht ein bisschen zu pauschal, aber ja, es ist halt immer so. Man kann halt nicht ein Video machen, was für alle Leute da draußen gerecht wird. Es ist halt nur mal ein Video, das halt nicht interaktiv ist. Also für alle Leute, die jetzt
jetzt dachten, ich bash die beiden, weil sie ja offensichtlich nicht nach Fitness aussehen und sich aber erlauben, irgendwas über Fitness zu erzählen, dann muss ich euch dann leider enttäuschen, weil die Punkte waren sehr gut. Schreibt ihr doch mal in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat. Ansonsten findet ihr da auch einen Button, da steht abonnieren, da könnt ihr draufklicken, falls ihr es nicht gemacht habt. Da passiert dann nämlich was ganz Wunderbares und ihr verpasst keins meiner Fitnessvideos mehr. Und ansonsten, Coach Steph, wir sehen uns bis dann. Peace.